Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ja, heute mal wieder Bücher gesucht und ich habe heute mal diesmal eins gefunden. Ich musste es nicht kaufen. Ich glaube, man konnte es sogar gar nicht kaufen. Das wäre schlimm gewesen, wenn ich es nicht gefunden hätte. Aber hat alles gut funktioniert. Jo, das heutige Buch heißt Die Dralle Agonische Maid. Ja gut, warum ich das Buch zweimal habe, keine Ahnung. Ich habe es eigentlich nur einmal aufgenommen, aber das Spiel wird sich dabei schon irgendwas gedacht haben. Und wisst ihr, woran ich mich an den Namen dann immer erinnern muss? An Paluten, weil der sagt immer, wenn er irgendeine oder für ihn geile Person sieht in irgendwelchen Spielen, sagt er immer Smarte Maid. Ich finde das immer ultra witzig. Ich weiß nämlich absolut nicht, wie man darauf kommt, sowas zu sagen. Aber finde ich cool. So, bin ich mal gespannt. Die Dralle Agonische Maid, Band 1 von Crassius, Alter, Curio. Oh Gott, nein, das ist wieder in Akten geschrieben. Oh nee. Akt 4, Szene 3, Fortsetzung. Warum Fortsetzung? Das ist der erste Teil. Lupft ihren Schwanz. Was? Der heißt... Okay. Bestimmt nicht, lieber Sir. Ich bin nur hier, um eure Gemächer zu putzen. Ist das der einzige Grund, aus dem ihr hier seid, meine Kleine? Die Gemächer? Ich weiß gar nicht, was ihr damit andeuten wollt, Herr. Ich bin nur eine arme, agonische Magd. Ja, das seid ihr, meine Süße, und eine gute noch dazu. So starke Beine und so einen wohlgeformten Schwanz. Ihr macht mich ganz verlegen, Sir. Keine Angst. Hier bei mir seid ihr in Sicherheit. Ich muss fertig putzen, Sir. Meine Herrin reißt mir sonst den Kopf ab. Putzen, ja? Ich habe da was für euch. Hier, ihr könnt meinen Speer wienern. Aber der ist ja riesig. Damit kann ich die ganze Nacht beschäftigt sein. Massenhaft Zeit, Süße. Massenhaft Zeit. Ende Akt 4, Szene 3. Das war das Buch. Okay. Okay. Moment mal. Ich sag dazu einfach mal nichts, aber... Ich komm grad nicht drauf. Pass mal auf. Wer sagt denn bitte Speerwienern? Ihr könnt mal meinen Speerwienern. Jetzt mal ohne Mist. Soll das ein Porno sein? Ich meine, sollte das mal eine Verfilmung haben? Ach Gott. Leute. Es gibt auch noch einen zweiten Teil. Das ist ja das Schlimme. Was steht denn dann in Band 2? Wieder wie die den Speerwienern oder was? Ach Gott. Nee. Leute, nee. Nee. Vor allem jetzt, warte, Moment mal. Wir reden jetzt erstmal darüber, ja? Erstmal, warum heißt die Lupft ihren Schwanz? Warum heißt die so? Weil die eine Agonierin ist, oder was? Und zweitens, pass mal auf. Wo war das? Und so einen wohlgeformten Schwanz. Agonia sind doch die Echsen, oder nicht? Haben Echsen Schwänze? Ich meine nicht, oder? Deshalb verwirrt mich das total. Sie ist ja keine Khajiit. Wenn sie eine Khajiit wäre, okay, dann kann man das in einem nicht sexuellen Kontext bringen. Aber so? Will ich gar nicht wissen, worauf der Typ da steht. Aber gut. Moment mal. Achso, ne, doch. Alles gut. Okay, Leute. Es gibt noch einen zweiten Teil. Ich will gar nicht wissen, was das für ein Porno ist. Ob die dann immer noch eine Putzhilfe ist oder ob die dann die Köchin ist. Und sie es in der Küche treiben, wer weiß. Aber Ich will das gar nicht wissen, Leute. Ich will das gar nicht wissen. Ihr wollt es doch bestimmt wissen. Guckt im nächsten Part wieder rein. Würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.